Herzlich willkommen zu meinem Video. In diesem Video geht es um die Sparbirne einmal wieder. Und zwar hat der Mathematiker Josef Radi, der auf YouTube auch einen Kanal betreibt und hier zum Beispiel Lehrvideos zum Thema Mathematik einstellt, hat ein Video gemacht, in dem er darauf hinweist, dass man im Prinzip mit der Sparbirne überhaupt nichts einspart. Diese Aussage wollte ich jetzt auch einmal mathematisch belegen. Und zwar hilft uns hier eine Formel, die wir bereits in Physik kennengelernt haben, und zwar die spezifische Wärmekapazität. Hier sieht man die Formel. Also C ist gleich die Wärmemenge Q dividiert durch die Masse des betreffenden Stoffes. Hierbei kann es sich auch um ein Gas handeln, multipliziert mit Delta T. Delta T ist im Prinzip der Wärmeunterschied. Man kann diesen Wärmeunterschied auch direkt in Grad Celsius angeben. Eigentlich ist das die absolute Temperatur, die in Kelvin angegeben werden muss. Wenn wir diese Formel auf die Wärmemenge Q umstellen, wie man eine Formel umstellt, habe ich in einem anderen Video bereits erklärt. Das findet man auch auf meinem YouTube-Kanal. Die umgestellte Formel lautet dann, Q ist gleich die spezifische Wärmekapazität C in Joule wohlgemerkt. Multipliziert mit der Masse, in unserem Fall werden wir die Einheit Gramm verwenden, multipliziert mit Delta T, kann man die Wärmemenge berechnen. Wir stellen uns nun einfach einen Raum vor mit einer Länge von 5 Metern, einer Breite von 4 Metern und einer Höhe von 2,5 Metern. Ein solcher Raum hätte nun einen Rauminhalt von 50 Kubikmetern. 1 Liter Luft, schreibe ich gerade noch hin, 1 Liter Luft hat eine Masse von 1,28 Gramm. Das bedeutet im Klartext, die 50 Kubikmeter Luft haben also eine Masse von 64 Gramm, von 64.000 Gramm. Diese 64.000 Gramm sind jetzt für uns wichtig, denn diese können wir in unsere Formel hier einsetzen. Die Luft hat eine spezifische Wärmekapazität C, ich schreibe hier mal L hin, L steht für Luft, von 1,005 Joule pro Gramm pro Kelvin. Die spezifische Wärmekapazität gibt an, wie viel Joule an Wärmeenergie ich benötige, um 1 Gramm des betreffenden Stoffes, zum Beispiel Luft, um 1 Kelvin zu erwärmen. Das heißt also, um 1 Gramm Luft, um 1 Kelvin zu erwärmen, benötige ich 1,005 Joule. Um jetzt als Beispiel die Luft in diesem Raum, in diesem dargestellten Raum, um 2 Grad zu erwärmen, zum Beispiel von 20 Grad auf 2 Grad oder von 0 Grad auf 2 Grad, benötigen wir eine Wärmemenge, schreib's hier hin, ich habe es schon ausgerechnet, benötigen wir eine Wärmemenge von 128.640 Joule. Jetzt wissen wir aus dem Physikunterricht auch, dass ein Joule gleich eine Wattsekunde ist. Das heißt also im Prinzip Watt mal Sekunde. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass in diesem Raum hier zwei Glühbirnen mit jeweils 200 Watt leuchten würden, eine Glühbirne gibt gerade mal 5% ihrer Gesamtleistung in Wärmeenergie, in Licht um, in Licht aus. Das bedeutet, diese zwei Glühbirnen mit jeweils 200 Watt hätten zusammen eine Leistung von 400 Watt und die Wärmeenergie, die sie freisetzen, würde jetzt allerdings 380 Watt entsprechen. Wenn wir nun diese
128.640 Joule. Also ich schreibe hier einfach mal hin, Q durch die 380 Watt rechnen würden, dann erhalten wir die Sekunden, die wir diese zwei Glühbirnen in diesem Raum hier oben leuchten lassen müssten, um dann die Luft auf 2 Grad, um 2 Grad zu erwärmen. Umgerechnet wären dies dann etwa rund 6 Stunden. Das habe ich schon vorgerechnet, das wären also rund 6 Stunden, die wir diese Glühbirnen leuchten lassen müssten, um also diesen Rauminhalt, diese Luft, um 2 Grad zu erwärmen. Als nächstes können wir jetzt hingehen und können sagen, der Heizwert, dann können wir auch aus der Physik, der Heizwert von Heizöl zum Beispiel beträgt 42,6 Megajoule pro Kilogramm. Ich schreibe es hier mal hin, 42,6 Megajoule pro Kilogramm. Der Heizwert ist immer die Energiemenge an Wärmeenergie, die frei wird, wenn ich diesen Brennstoff verbrenne und den ich überhaupt nutzen kann. Das heißt also, ich kann nur diese Wärmemenge, diesen Heizwert, kann ich auch wirklich effektiv nutzen. Der Brennwert, ne, ist im Übrigen größer, allerdings kann ich diesen nicht komplett nutzen. Das bedeutet im Klartext, das ist jetzt einfache Dreisatzrechnung, ich kann nun ausrechnen, wenn ich sage 42,6 Millionen Joule entspräche also einem Kilogramm an Heizöl, dann kann ich ausrechnen, ein Joule entspricht dann ausgerechnet 0,0000002347 Kilogramm Heizöl, und dann kann ich ausrechnen, diese 128.640 Joule, die also unsere zwei Glühbirnen liefern würden, wenn wir diese 6 Stunden leuchten lassen würden. Das kann zum Beispiel im Winter durchaus möglich sein, dass man hier mal über mehrere Stunden das Licht an hat, damit man auch was sieht. Dies entspricht dann etwa, ich schreibe es jetzt hier umgerechnet, etwa 3 Gramm Heizöl. Diese 3 Gramm Heizöl würden wir also pro Tag dann bei einem solchen Raum hier oben einsparen. Bei einem Monat würden wir alleine bei einem solchen Raum 90 Gramm Heizöl auf die Art und Weise einsparen. Jetzt ist es so, Josef Radi hat hier gesagt, im Prinzip spart man nichts, weil das, was man an Strom bei einer solchen Glühbirne einspart, braucht man dafür aber dann mehr an Heizleistung. Ne? Dafür muss dann die Heizung im Prinzip mehr laufen. Und damit hat er auch recht. Denn ich spare, wenn wir uns jetzt eine Wohnung vorstellen würden, 2 Zimmer, Küche und Bad, also insgesamt 4 Räume, und würden jetzt vereinfacht sagen, jeder Raum hätte die gleichen Abmaße wie dieser hier, dann könnten wir zwar auf die Art und Weise 360 Gramm Heizöl im Prinzip jeden Monat einsparen, aber dafür müssten wir dann wiederum mehr Strom bezahlen. Ja, das heißt also, das, was wir hier an Heizöl einsparen, bezahlen wir auf der anderen Seite mehr an Strom. Und umgekehrt, wenn ich jetzt eine Sparbirne verwende, die ihre gesamte Leistung in Licht umsetzt, die also keine Wärme produziert, also auf jeden Fall mal nicht so extrem wie die Glühbirne, dann spare ich zwar Strom, aber auf der anderen Seite muss ich mehr heizen, ja, weil die Heizleistung, die eigentlich die Glühbirne liefert, in dem Fall wegfällt. Das bedeutet im Klartext, mit einer Sparbirne
spart man eigentlich nichts. An dieser Stelle muss noch beachtet werden, dass gerade was Licht angeht, was Beleuchtung angeht, die Beleuchtung macht gerade mal 5% unseres Stromverbrauchs aus. 5%. Da gibt es also sowieso nicht viel zu sparen dran. Und wie gesagt, das, was ich bei einer Sparbirne an Strom spare, das muss ich im wahrsten Sinne des Wortes dann an Heizkosten mehr bezahlen. Ja? Weil die Heizleistung wechselt, also spare ich nicht wirklich was. Im Übrigen ist eine Sparbirne auch wesentlich umweltbelastender. Denn das haben auch schon Experten gesagt, wenn eine Sparbirne zu Bruch geht, dann wird der gesamte Raum im Prinzip mit Quecksilberdämpfen kontaminiert. Das bedeutet, wenn eine Sparbirne kaputt geht, muss man anschließend mehrere Stunden den Raum lüften, bevor man ihn wieder betreten darf. Außerdem sollte man einen Mundschutz tragen, wenn man die Überreste der Sparbirne, die Trümmer, dann entfernt und entsorgt. Also nicht gerade ein umweltschonendes Produkt. Die Umrechnung hier, wie gesagt, also das Berechnen hier, das ist im Prinzip auch ein Beweis. Ich habe also in der Hinsicht die Aussage von Josef Radi bewiesen. Dabei habe ich mir die einfachste Mathematik hier zunutze gemacht, beziehungsweise auch eine Formel, die wir bereits im einfachen Physikunterricht kennengelernt haben, und zwar im Bereich Wärmelehre. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, wenn Sie irgendwo nicht mitgekommen sind, etwas nicht richtig verstanden haben, dann können Sie sich gerne über das Kommentarfeld unten oder aber direkt per E-Mail an mich wenden. Ich beantworte Ihre Fragen gerne. Wie gesagt, Joule an dieser Stelle, ein Joule ist eine Wattsekunde. Und aus diesem Grund können wir einfach, indem wir hier diese Joule, ja, muss man sich im Prinzip vorstellen wie Wattsekunde, wenn ich das dann durch Watt dividiere, bleibt natürlich die Sekunden übrig. Das bedeutet, ich bekomme dann die Zeit angezeigt in Sekunden, die diese zwei Glühbirnen mit 2x200 Watt, ich schreibe es hier nochmal hin, an sein müssen, um eine dementsprechende Temperaturerhöhung um 2 Grad in diesem Raum zu erhalten. Mein Video ist jetzt an dieser Stelle zu Ende. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was erklären und hoffe, Sie schalten mich das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.